Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enclave. Beim letzten Mal waren wir hier in Haggastodom und haben die gegen die Finsternis 1 bis 3 Level nochmal gemacht. Also nochmal, weil wir schon mal solche Level hatten hier in Verbot und Asgard. Und haben da ordentlich Geld gescheffelt. Ich glaube insgesamt, Moment, es waren 300 plus 500 plus 800, glaube ich. Das heißt, 1600 müssen das gewesen sein. Ja, es müssten 1600 Goldstücke gewesen sein, wenn mich mein Mathe gerade nicht im Stich lässt, mein Kopf rechnen. Und als nächstes steht jetzt die Unterwelt noch einmal an. Und zwar Zurana. Schauen wir mal, was uns hier erwarten wird. Dafür nehmen wir einfach, ja, keine Ahnung, nehmen wir mal den Zauberer. Beziehungsweise, nein, nehmen wir einfach mal den Ritter, weil das einfach unser Standardcharakter ist. Ich glaube, da sind wir auch vollkommen ausgerüstet. Es ist eigentlich bei dem Level, so viel soll gesagt sein, vollkommen egal, welchen Charakter wir nehmen tatsächlich. Aber das werdet ihr gleich sehen. So, Zuranas Höhle. Als du in einen noch tieferen Tunnel vordringst, beginnt die Erde zu beben und zu zittern. Selbst die Brut der Unterwelt wagt sich nicht bis hierher hervor. Ist dies der Ort, an dem der Stab der Erdgeister sein könnte? Unsere Mission? Du musst Zurana besiegen und den Stab der Erdgeister in deine Obhut bringen. Na gut, dann schauen wir uns mal an, wer Zurana ist. Also, so ein großes Skelett haben wir schon besiegt. Das scheint nicht Zurana gewesen zu sein. Deswegen mal schauen. Oh, 0 von 550 Goldstücken. Wir können also doch Goldstücke einsammeln. Okay. Ja, hier sind Treppenstufen. Da sind wir das letzte Mal reingegangen, falls ihr euch erinnert. Da war so ein großer Teufelsschädel, der seinen Mund geöffnet hat. Und wir sind einfach hineingegangen. Ja, sieht doch schon mal sehr einladend aus hier. Ein kleiner Weg mit Steinen umrahmt. Schön warm hier, alles gut. Und toll, ich sterbe erstmal. Ja, das hat jetzt nicht so gut geklappt, aber wir wollen die Mission natürlich nochmal neu spielen. Ja, ja, bla bla. Ich wollte eigentlich nur das Geld haben, was da rumliegt. Also, fangen wir nochmal von vorne an. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Enclave, bla 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 bla. Wir wollen jetzt mal eben zu Rana einen Besuch abstatten. Und sammeln jetzt schon mal ein bisschen Geld ein, denn wir wollen sie ja gleichzeitig auch ausrauben. So, da ist Himmel, okay. Zu Rana, hallo. Jemand zu Hause? Hallo. Na, keiner da. Hier scheint auch nichts mehr rumzuliegen. Aber wir haben ja hier etwas sehr, jetzt fällt mir gerade der englische Begriff ein. Etwas sehr Auffälliges in dieser ganzen Höhle. Deswegen gucken wir uns das Ganze mal an. Wir haben ein bisschen Gold. Das ist immer schön. Wir haben ja was zum Umlegen. Ach ja. Kommt da einfach ein bisschen Dampf raus. Okay. Und was macht der Schalter hier? Okay, der setzt die Maschinerie in Gang. Wunderbar. Und was bringt uns das? Oh. Tja. Das, meine Freunde, ist Zurana. Ja, ein sehr großes Viech. Aber wir können sie mit dem Dampf ein bisschen abwehren und blenden. Und wir können ihr so keinen Schaden machen. Deswegen sollten wir hier schnell raus. Und wir haben ja gerade diese tolle Maschinerie in Gang gesetzt. Und können da jetzt rüberspringen. Ich glaube, ich muss von hier aus direkt da hoch. Komm, spring, spring, bevor Zurana wieder kommt. Oh Gott, oh Gott. Aha. Ja, wir können sie nicht verletzen und sie wird uns sehr schnell töten. Deswegen. Wo ist sie denn hin? Oh! Sie wurde von Felsen begraben. Na, das ist praktisch. Dann können wir hier schnell rum und alles einsammeln. Wir haben noch einen Heiltrank, Edelsteine. Ihr seht, wie viel Gold wir hier machen. Die wird aber nicht lange unter. Oder der? Ist es der oder die Zurana? Ich weiß es gar nicht. 540 Goldstücke, 10 fehlen. Ah, ein Höllenskelett. Ja, komm. Ich kann gerade eigentlich meine Lebensenergie so ein bisschen verplempern. Ihr seht, wir haben jetzt schon alles Gold eingesammelt. Und hier haben wir den Stab der Erdgeister. Ja, wunderbar. Damit können wir wohl hier wieder raus. Wenn da Zurana nicht wäre. Hilfe! Ich will da nicht hin. Ich kann da gar nicht hin. Also mein Charakter geht da nicht hin.
Ich drücke die ganze Zeit nach vorne und er geht immer wieder zurück. Wir müssen irgendwie weg. Hilfe. Ich will hier weg. Kannst du da runter? Nein, kannst du nicht. Hm. Kann ich sonst irgendwas machen? Also ich weiß, dass gleich irgendwas passieren müsste. Ich weiß bloß nicht mehr, wie ich es auslöse. Also da kommen wir nicht lang. Hm. Hm. Was machen wir denn jetzt? Also wir haben den Stab der Erdgeister. Eigentlich müssten wir damit was machen können. Aber ich kann ihn hier auch nirgendwo einsetzen. Ich habe hier nirgendwo eine Möglichkeit, irgendwas zu benutzen. Hallo, Spiel? Bist du gerade ein bisschen verbuggt? Also ihr seht, ich kann hier nicht weiter. Ich muss hier einfach ins Gesicht schießen. Nein, das bringt ganz offensichtlich gar nichts. Surana, ja. Also ihr seht, wir machen jetzt zwar ein bisschen Schaden, aber sie regeneriert die Lebensenergie. Aber ganz ehrlich, was? Hä? Hallo? Spiel? Ich habe das Gefühl, dass irgendwas nicht getriggert wird. Dass ich mich gerade so ein bisschen verbuggt habe hier. Oder habe ich irgendwas übersehen? Ah, okay. Ja, ich sehe es gerade. Ich kann den Stab der Erdgeister ausrüsten. Hätte ich vielleicht mal vorher dran denken sollen. Jetzt habe ich auf einmal auch als Rittermana. Ja, ich kann hier rumlaufen. Ich kann so ein bisschen das hier machen. Aber die Hauptattraktion. Ja, wir können da ein bisschen schießen und so. Die Hauptattraktion. Okay, ich muss gerade Lamana aufladen. Nein, das kann ich nicht machen. Irgendwas sollte ich tun können. Ich weiß gerade bloß nicht genau, was. Kann ich jetzt Surana treffen oder so? Nein, das bringt anscheinend offensichtlich nichts. Ah, okay, jetzt passiert endlich was. Wir mussten sie nur ein paar Mal treffen. Genau. Ja. Wir beschwören einen eigenen Dämonen hervor und können jetzt diesen Dämonen steuern. Haha. Und können damit Surana schön verkloppen. Na, komm her. Damit hättest du nicht gerechnet, was? Jetzt legst du dich mal mit jemandem deiner Größe an. Und ihr seht, wir machen wesentlich mehr Schaden als sie. Wobei, man sollte den Tag nicht vor dem Abend loben. Ich sollte weiter angreifen. Ja, ich muss halt einfach nur die ganze Zeit klicken und klicken und klicken und sie zu Tode kratzen. Und das war's. Das war Surana. Das war schon der ganze Level. Nicht besonders lange. Und dafür haben wir mal ebenso 550 Goldstücke gefunden und dann im Hort der Dämonin Surana, jetzt ist auch das Geschlecht geklärt, finden wir nochmal 550 Goldstücke Belohnung. Cool. Und wir haben eine neue Mission freigeschaltet. Kamzara. Ort der Pass von Kamzara. Ja, jetzt haben wir den Stab. Jetzt können wir die Festung kaputt machen. Was auch kein Wunder ist, wenn wir so einen Dämonen herbeibeschwören können. Also, ganz ehrlich. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, ich würde sagen, wir gucken uns noch einmal an, was wir jetzt so an Ausrüstung kaufen können. Exemplarisch am Ritter. Was haben wir denn so? Okay, der Ritter kann jetzt auch endlich die schwere Rüstung anziehen. Das sieht schon mal sehr schick aus. Kannst du auch mehr Heiltränke mitnehmen? 5 Heiltränke, wunderbar. Mehr Bolzen? Nee, das geht leider nicht. Eine bessere magische Armbrust. Eine seltene magische Armbrust, die die stärkste Panzerung durchschlägt. Ja, ich glaube, das ist die stärkste Armbrust, die wir im Spiel kriegen können. Man sieht schon, die hat so ein bisschen Special Effects. Dann sollten wir jetzt auch genau das stärkste Schwert kriegen können, die Feuerklinge. Mit magischem Feuer verzaubert, brennt sie sich selbst durch stärkste Rüstungen. Ist halt ein Flammenschwert. Und wir können den verzauberten Schild ausrüsten. Aus magischem Stahl geschmiedet wehrt dieser Schild nahezu jedes Unheil ab. Coole Sache. Was hat eigentlich die schwere Rüstung für den Text? Die stärkste verfügbare Rüstung, na gut. Und wir haben jetzt den Ritter maximal ausgerüstet, also eine stärkeres Schwert, stärkeres Schild, stärkere Rüstung, stärkere Armbrust gibt's nicht mehr. Eventuell noch mehr Heiltränke und wir haben immer noch 1000 Gold übrig. Allerdings bei den anderen Charakteren sieht das ein bisschen anders aus. Da können wir die nicht komplett ausrüsten teilweise. Ja, gucken wir uns mal die Jägerin an. Die hat bestimmt jetzt auch einen besseren Bogen, den magischen Bogen.
Die Elfen Zelenheims fertigten diesen Bogen, der zu den Besten zählt. Mit einer magischen Bogensehne. Sehr schön. Und die hat auch nur einfach die magische Armbrust. Und vielleicht noch einen besseren Dolch, den Giftdolch. Mit etwas Gift versehen ist das dies Werkzeug eines wahren Assassinen. Kann man bloß leider nicht so richtig sehen, aber ist auch eine besondere Waffe. Gucken wir uns noch von den anderen an. Die Druidin kann jetzt natürlich auch die schwere Rüstung tragen. Die sieht bei ihr dann so aus. Aber Stab ist das Beste, was wir haben können. Naja. Halbling. Da wollen wir auch mal die schwere Rüstung sehen. Ist jetzt nicht so wirklich so viel Unterschied, oder? Bisschen mehr Leder, ein bisschen mehr Zacken. Aber wir haben da die Axt der Angst. Eine Waffe für wahre Helden, deren Klinge magisch veredelt wurde. Ja. So, der Ingenieur hat natürlich auch noch was. Und zwar auch die schwere Rüstung. Und den magischen Hammer, den Hammer des Zorns. Die Mächte des Himmels sind in seinen Stahl gebannt. Ich finde das cool, wenn man am Ende dann tatsächlich so Waffen kriegt, bei denen man so sehen kann, wow, sie haben Special Effects, sie müssen gut sein. Ja, und das zeigt auch, dass wir uns so langsam dem Ende des Spiels nähern. Ich glaube, es sind jetzt noch 3 Level oder so, bis wir das Spiel auf der hellen Seite durch haben. Dann kommt ja noch die dunkle Kampagne. So, was haben wir denn hier? Bomben. Mächtiger als eine Granate. Okay. Schwere Ölbomben. Heiltränke, na gut. Und den Zauberer haben wir noch. Den würde ich auch gerne nochmal schnell in die schwere Rüstung stecken. Ja, da hat er so eine Maske auf. Sieht eigentlich gar nicht aus wie einer auf der guten Seite, aber naja, was soll's. Ja, wundervoll. Sehr gut. Die Feuerklinge. Ich würde sagen, damit sind wir super ausgerüstet, um Vatar gegenüberzutreten. Wir werden dem sowas von in den Arsch treten. Aber wie es weitergeht, werden wir beim nächsten Mal sehen. Wir haben jetzt nochmal kurz die Ausrüstung angeguckt, weil der Level jetzt wirklich nicht besonders lang war. Und beim nächsten Mal werden wir dann den Pass von Kamzara stürmen, damit die Leute aus Mekelon uns zur Hilfe eilen können. Und bis dahin, macht's gut!